Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Positivler, ja, wie versprochen, hier sind wir wieder. Allerdings mit sehr kritischen Nachrichten. Haben wir uns doch letzte Woche noch gefreut über den Lichtstreifen am Horizont, dass eventuell die Eröffnung kommenden Montag in Aussicht gestellt wurde. So haben wir nun mittlerweile feststellen müssen, dass es sich wesentlich schwieriger gestaltet, als wir ursprünglich gedacht haben. Es eigentlich fast schier ein Ding der Unmöglichkeit ist. Noch dazu, weil wir ja vor kurzem auch im Raum Ingolstadt über 50 Inzidenzwert hatten. Das heißt ja jetzt, dass wir behandelt werden in den nächsten 14 Tagen wie über 50. Und das bedeutet ganz klar, Stefan, dass wir jetzt am Montag natürlich diese 14 Tage noch nicht erreicht haben. Zumal man sagen muss, dass jetzt Studios in anderen Landkreisen, wo wir auch Positivstudios haben, mittlerweile schon über den Inzidenzwerten sogar von 100 liegen. Da wird es definitiv so sein, dass sie nicht öffnen können. Wie man aber auch den Medien entnehmen kann, ist es leider so, dass generell, wie es aussieht, der Lockdown nochmal verlängert werden soll. Natürlich wir mit den Studios da inbegriffen sind und insofern ist bei uns die Stimmung auch ein bisschen betrübt. Oh ja. Wir sind in Startlöchern alles, wir sind bereit, wir könnten am Montag aufmachen, aber es ist auch so, dass wir von den Behörden auch gesagt bekommen haben, dass generell sowieso das Ministerium entscheiden muss, Punkt 1. Und zum anderen, wir frühestens dann Samstag, vielleicht sogar auch Montag überhaupt Bescheid bekommen. Jedoch, und das dürfen wir auch so weitergeben, laut dem ein oder anderen Gesundheitsamt, sieht es eher so aus, dass wir nicht öffnen dürfen. Leider. Und wir müssen auch ganz klar sagen, so gern wir öffnen möchten, wir stehen in den Startlöchern, wir möchten mit euch endlich wieder starten, aber es muss schon für alle Sinn machen. Es soll für euch Sinn machen, ihr sollt euch wohlfühlen, ihr sollt Spaß haben, wenn ihr ins Studio kommt und nicht schon die Gedanken daran verlieren, oh, ich brauche jetzt einen tagesaktuellen Corona-Test, aber es soll auch für uns Sinn machen, einfach nur aufsperren, Kosten produzieren und keiner von uns hat irgendwas davon. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wenn, dann möchten wir schon unbeschwert öffnen, dass es für uns alle einen Sinn ergibt. Nachdem wir aber jetzt trotzdem so lange durchgehalten haben, ich kann nur eins sagen, vor einem Jahr, genau heute vor einem Jahr, haben wir hier das erste Video reingestellt. Wir möchten uns nochmal bei jedem bedanken und nochmal sagen, toll, dass wir alle zusammenstehen. Und jetzt werden wir die letzten paar Wochen an und mit Sicherheit durchstehen und lassen uns jetzt nicht unterkriegen. Stimmt. Wir denken positiv. Hoffen, dass jetzt alles doch sich zum Guten wandelt. In diesem Sinne, wir werden euch zum Wochenende, spätestens am Montag, aber wieder mit einem Update bereit halten bzw. weiter informieren. Und in dem Sinne jetzt erst einmal unsere Zwischenbilanz, die jetzt nicht ganz so rosig aussieht, aber ja, wir bleiben am Ball. Gute Zeiten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. Bleibt gesund. In diesem Sinne, schönen Abend. Bis nächste Woche und schönen Abend. Tschüss.